Hallo. Hi. Da sind wir wieder. Bei was Neuem, Alten, Gemixten. Neues Format, Also du mit dem erklärst dich neuen jetzt. Start schon mal ins Spiel. Okay. Das ist übrigens Faster Than Light, das kennen die Leute vielleicht. Es ist Fast and Light, genau. Ich wollte aber noch, Prinzipiell, noch man. nicht starten, weil wir gleich was besprechen wollen. Ja, dann überleg schon mal, was für ein Schiff du fliegen willst. Ich glaube, wir fangen ab mit der Castle A an. Da weiter. Organisation im Video, wir sind Pros. Jo, Fast and Light, wir haben dieses Schiff und müssen ein wichtiges Informationsdokument abliefern, schlicht und ergreifend. Wird ja gleich nochmal erklärt, ganz kurz in Text. Das Format, Shorts. Das sind kurze oder weniger kurze Spiele, die keinen großen Zusammenhang haben. Deswegen auch ein bisschen was alt, weil War Thunder käme dann auch demnächst rein, wenn ich mich dazu durchringen würde, das Spiel mal zu machen. Ja. Kobi. Zurück, alles in Ordnung. Okay. Dachte gerade, Kirby! ja, der hieß von selber so. Kann auch gerne so Und bleiben. Vivi Mord. Das sind schöne random generierte Namen. Ja, den werde ich umbenennen. Nö, mir gefällt Vivi Mord. Ja, oder ja. Danke. Dankeschön. Bingo mal Punkt. Ein toller Name. Ja, super. Spielen wir Spaß! auf easy. Auf easy. Jo. Weil ich in dem Spiel dezent Alpenkind bin. Schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ja. Genau, diese Daten. Die kommen zur Bisschen kein. Föderationsflotte. Ich habe erst nie Ist immer durchgelesen. dasselbe. Hast du eigentlich je deinen Gedankengang beendet? Was für ein Gedankengang? Es waren vier. Willst du an den Waffen oder an den Engines sitzen? Am liebsten eigentlich an den Schilden. Schilde? Ja, dann brauchen wir erst ein viertes Crewmitglied. Die ersten drei Ja. lasse ich immer da, wo sie stehen. Weil, Auch gut. gerade anfangs finde ich Waffen ziemlich wichtig. Ich, Naja. als jemand, der das Spiel nicht Zum. gut, egal. Wer Ja, kein Deutsch zum hat. Hintergrund. Ich habe FTL früher auch zeitig gespielt, allerdings in einer relativ alten Version. Dementsprechend habe ich Dinge Vorerfahrung, im Gegensatz zu ihm, der jetzt auch das Neueste schon seit einer Weile hat. Ja, so lange auch nur wieder nicht. Komischer Anfang. Ich hüpfe erstmal hoch. Das Spiel nicht Es kennt, so bewegt sich funktioniert's. nicht viel. Ja, man hüpft per FTL Drive, Faster Than Und Light. nichts. Nice. Und Jo. nächster Beacon. Nicht vielleicht den. Ach, was soll's. Ja, ist gut. Deine Spielweise. A message. I'd like to Small help you Refugee on a. Convoy. Don't have much to offer. Gucken, Shit. was macht ihr denn so? Metall. Upgrade Sensoren gegen 17 Scrap. Digga, kriegen wir es nicht. Jo. Passt eigentlich. Mein Scrap kriegen wir eh. Andererseits brauche ich Sensoren Gut. irgendwie nicht eigentlich. Aber wir haben jetzt Sensoren upgradet. War Achso, das bei 2 schon? übrigens. Ja, bei 2 sieht man das gegnerische Schiff schon von innen, ne? Also, ich finde das überaus nützlich. Doch, hier oben rum. Ja, komm ich an. Heran. Ja, doch. Gut. Gute Idee! Gleich im ersten. Ich Ja. liebe es ja. Und ein Mantis-Schiff. Wo nicht eine Mantis drauf ist, soweit ich das sehe. Manches Schiff Das mit zwei. Kampfsystem. Das Kampfsystem, das er schnell erklärt, das sind Raketen.
Das ist der Ort, wo die Raketen hingefeuert werden. Das ist ein Laser. Das ist der Ort, wo die Laser hingefeuert werden. Das Spiel startet. Wir warten. Wir werden gleich verbrannt von dieser riesigen, nahen Sonne, die riesig nah an uns dran sonnt. Riesig nah an uns dran sonnt. Übrigens warten wir jetzt, bis unsere Attacken aufgeladen sind, also. Und da. Und Buchstaben durch die Gegend schmeißen. Vielleicht. In dem Fall mache ich das. Mit der Tatsache, dass ich dann so schnell wie möglich hier wieder raus bin. Ja, oder auch nicht. Ja, aber so schnell wie möglich. Weil. Wärst du, glaube ich, genauso schnell wieder raus, wenn du einfach gekämpft hättest. Ja, ich bin mir über sowas immer nicht sicher. Machen wir die Solar Flare wird trotzdem kommen, bevor ich los kann. Höchstwahrscheinlich. Oder haben wir Glück? Bezweifle ich irgendwie. Ja. Immer ist mir aufgefallen, dass, rechtzeitig, gerade noch so. Mir ist aufgefallen, dass die Rakete, die ich geschossen habe, ein bisschen gelaggt hat. Das finde ich blöd. Aber mein PC mit CPU reicht für Aufnahmen nicht ganz aus, egal bei welchem Spiel. Tut mir sehr leid, aber... Wo ist das Leben? Eben. Ich bin übrigens taktisch auch sehr schlecht in dem Spiel, das heißt, ich hüpfe dahin, wo ich Bock drauf habe. Und da hatten soeben die Flare gehört, die gerade an mir vorbeigerauscht ist. Aber diese Schiffe greife ich immer an. In Star Trek wären wir jetzt wahrscheinlich im Delta-Sektor gelandet. So, das ist eines der Schiffe, die nicht bemannt sind. Erstmal die Waffen kaputtieren. In dem Fall hier die Engines. Weil die Teile eine Evasion haben von, also eine Ausweichrate von over 9000. Gut, ich meine, so eine Drohne ist auch relativ klein. Komm schon. Nice. Puh. Das zerstört man ein Schiff mit einem Schaden, den man gekriegt hat. Da haben wir die 12 Scrap wieder. Oder haben wir es 12 Scrap wieder immerhin? Das war ja, eine gute Ausbeute. Wissen wir, wo alles ist? Gucken. Chip und Hitze. Kein Fall. Nein, eben. Vor allem. Da ist ein Distress. Jo. Kriegen wir, glaube ich, noch hin über den Distress und dann. Distress und dann den Kampf runter. Und dann Store und dann. Nochmal Distress vielleicht oder auch nicht. Ja, gucken, wie viel Zeit man hat. Eben. Können ja, glaube ich, von jeder. Ach, die riesigen Tantenspinnen. Die sind eine Todesfalle. Weiß ich schon, das tut mir sehr leid. Und da wir nur 3 Crewmember haben, ich kann mir nicht erlauben, einen zu verlieren. Leid es mir tut. Irgendwas kämpfen wir denn? Und? Kampf. Der Window Defender Outpost. Weil. Cloaking. Yay. Tarnschiff. Nebenbei. Artemis. Ja. Artemis. Und eine Stun Gun. Schön heißt. Oder nicht so schön heißt, aber hey. Ja. Right. Ich würde ja halt erst auf die Cloaking gehen, ne? Ich gehe zuerst auf die Artemis Missile. Ich würde gerne was anderes treffen können. Aber. Ja, die schießen doch eh quasi gleichzeitig, meine Güte. Ja, gut. Oh, fuck. Alles gut, ich komme schon klar. Mit einem Halbreach? Ja. Sorry, aber. Regelmod regelt das schon. Das war ein weiblicher Stimmenfail von mir, ja. Aber so kriegen die alle ein bisschen Repair-Skill, das kann denen nicht schaden. Klein wenig wenigstens.
Gut, ich habe meinen Repair Skill eigentlich immer nur auf 1 bis 2 verteilt. Ja, Dinge verteilen wird eh überbewertet. Ja, du darfst sogar in die Matchbay gehen. Spezialisiert lieber. Wow. Dieser Luxus, du liebst mich richtig. Der Frauencode auf dem Schiff. Bitte? Ich bin ja Frauencode auf dem Schiff. Autsch. Ich gehe erst zum Distress, dann zum Store. Gut. Looking good. Ah. Ja, was willst du tun? Ist schwierig. Ich bin ja generell eher so der Gutmensch. Ansonsten, was Schlimmeres als einen Kampf riskieren wir dabei nicht. Also das erste? Trotzdem, vielleicht kriegen wir irgendwie. Ja, das erste. Okay. 13 Scrap, 2 Schaden. Und eine kaputte Engine. Passt, so alles gut. Ich kann mir nicht besseres vorstellen als Hüllenschaden, ja. Ja, komm. Ja, bei Kirby reparier mal schneller, meine Fresse. Ja, das sind die Leiden eines FTL-Spielers. Ja. Vor allem, ich hasse diese Raketen, ne? Also ich spiele gerne Raketen, aber limitierte Anzahl von Schüssen hasse ich. Komme ich nicht klar. Möchtest du vor vielleicht noch nach unten? Was denn? Oder auch nicht, okay. Was? Ja, wäre vielleicht unten im Distress mal gegangen. Ach, was soll's. Waren. Oh. Ein blauer Mantis? Tiny. Oder so. Ich glaube, die sehen einfach anders aus. Ich glaube, die gibt's einfach. Aber nichts Besonderes. Ja, auch nicht. Humans are common and uninteresting. Seite 2. Heavy Laser, boah. Eigentlich haben. Würde exakt passen. Bräuchten dann halt, was war das? Ja. Ich glaube, Power 1. Artemis raus. Wollte gerade sagen, schmeißt Artemis raus, verbraucht eh nur unnötig Munition. Heavy Laser ist. Ich glaube, fast sogar noch stärker. Ja, der ist auf jeden Fall auch gut. Gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber deine Entscheidung. Ich mach das immer. Weil. Okay. Ich spiele A riskant und B schlecht. Wissen und merken vor allem. Möchtest du noch ein bisschen was mehr. Okay, dann nicht. Ein bisschen was mehr Fuel kaufen. Fuel, meine Güte. Ja. Du hast auch. 17 Fuel, meine Güte. Is anyone there? Oh. Wir waren gar nicht. Ach, was soll's. Ups. Ja. Egal. Ist ja eh nur Trasherei. 20 Minuten lang. Weil da war kein Distress mehr, wir waren hier. Ja, unten. Da hat das Ausrufezeichen. Da unten ist kein Distress, da unten ist das ist ein Kampf. Ausrufezeichen ja, ist gut. Kampf. Und daraus werden wir nicht mehr zum Store gekommen. Ja, stimmt. Ach, einen Doppelbesuch und tue ich das sehr ungern. Nothing. Ah, doch. Da du sagtest, dass du das. Ein Rockschiff. Ja. Mit einer Clone Bay, das heißt, Kerle töten ist sinnlos. Ja, gut, ne? Ja, vor allem, weil wir die gar nicht töten könnten. So. Was der Heavy Laser, schnell ist der Burst Laser, wow. Mhm. Hab ich alles in Erinnerung gehabt. Waffen sind hier in dem Fall sehr wichtig. So, da der Heavy Laser zuerst fertig ist, macht er das Schild down. Ja. Ja. Tactics. Und der Teleportierbombe. Ach komm. Okay, alles in Ordnung. Jo, passt.
Okay, der. Ich würde fast sagen, den kann man wunderbar auf den Sauerstoff schießen. Du kriegst ja in der Regel mehr raus. Ja, aber die haben Clown Bay. Ja, die kann man auch abschießen. Ich bezweifle, dass die schnell genug reparieren können, um die sind zu zweit. Die Clone Bay zu reparieren, bevor sie ersticken. Ja, aber die. Jeder Schuss macht Schaden. Kann die im O2 nicht oft genug kaputt machen, bevor die sterben. Ah, stimmt, ja. Das geht nicht ergreifend, nicht. Ja gut, ich habe mir früher halt in der Regel diesen Hüllen nicht schädigenden Laser als Zweitwaffe geholt. Naja. Weil man einfach so viel mehr Loot bekommt, wenn man das Schiff nicht zerstört. Was? First Laser Mark 1. Okay. Passt. Was, er braucht 2? Schutz für Charge 2, Normal Damage. 1. Possible Effect Fire und der Ball. Macht genau dasselbe. Ist nur eine Idee schneller? Nein. Mal das. Doch, der ist ein Stück. Ja. Nee. Nochmal zurück. Ah, der schießt dreimal. Eben. Ist der einzige Unterschied. Deswegen, den kann man später wieder verkaufen, den will ich nämlich nicht haben. Mehr Waffen sind mehr Waffen, ne? Ja, aber ich hab nicht genug Power dafür. Achso, Muskelpfe noch mehr Power. Würde ich mal behaupten. Wir gehen in Nebula, weil danach sehr viel Grün kommt. Eben. Wie viele unkartografierte Bereiche es hier auch in diesem Spiel gibt. Wir haben gerade 40 Scrap. Jo. Damit kann ich nicht mal einen weiteren Punkt auf Weapon Control packen. Mit dem passenden Reaktor. Naja. Ach, wieder einer von den ganz hübschen. Übrigens, die Nebulas. Für die, die meinen, die sollte man untersuchen. Nein. Da hüpfe ich so schnell durch, wie ich kann. Immer. Ich bin in Nebulas zu oft direkt. Mhm. Kein Angriff, das ist schon mal nice. Jo, nix. Ja, nix. Store. Ein Laden ist immer gut, weil der auch immer nichts ist. Man weiß ja nie, vielleicht. Eben. Ich verkaufe übrigens auch diesen einen Laser, weil ich mag ihn einfach. Okay. Das ist bevor du was dagegen sagen konntest. Haha. First Mark 3, ha. Huh? Das habe ich auch gesehen. Third Power 4. Boah. Schießt aber 5-mal. Naja. Ja, gut, braucht aber 20 Sekunden, teuer. Meine Güte. Jo. Den werde ich haben. Genau, der Einblas war es, den ich meinte. Mhm. Kanone ist das Beste. Deswegen lebe ich hier auch die Anti-Chiffe. Die Anti-Chiffe. Ja gut, dann kannst du ja praktisch stehen und den Heavy Laser 1 nach Bedarf oder so. Nimm einfach aus den... Gehen die gerade eine raus, schnell. Ich hätte sie Medbay genommen, aber okay. Stimmt, ja, momentan braucht man die Medbay nicht. Ich bin mir immer unschlüssig, ob ich die Medbay wirklich ausmachen soll. Ja, ich meine, solange keiner drin steht, bringt sie sowieso nichts. Auch im Kampf. Und wenn du jemanden reinschicken kannst, kannst du auch gleich den Strom wieder reinpumpen. Ich bin auch gewohnt, das NG-Schiff zu spielen, dass die das NG-Medbot das Börsel hat. Gut, stimmt, ja. Ist dich nackt oder an den Sexoren. Ich geh oben rum. Ich will mich mit Sexoren nackt. Höchst. Ah, das ist eine Quest für ein Schiff. Aber da müssen wir am Ende ein ziemlich krasses Schiff kaputt machen. Wir versuchen es, oder? Eben. Schaden kannst du nicht. Ach, dafür braucht man bessere Sensoren. Verloren. Schade.
Schade, schade. Was soll's? Hey, freier Raum. Selber nochmal? Da das Outcome immer anders ist, jo. Bist leck nicht zweimal an derselben Stelle ein. Tada! Thank you for your assistance, ja. Und Ausgang. Jetzt schon? Ich hasse Nebulas. Wir hatten richtig Glück, ist diese ja Runde. Gut. Ja, leid. Sollten. Einerseits freundlich, andererseits die Superschilde, die... Superschilde halt. Gut, außerdem... Markt. Einfach zwei Stores sofort. Jo. Ja, gehen wir mal zum unteren, denke ich, oder? Am besser. Ja, zum unteren. Mit aber mehr Leuten. Mehr zum unteren halt. Ja, ja, machen wir's so. Aber mit 31 Scrap kannst du wenig anfangen. Ich will eigentlich einen Scrap Recovery Arm haben. Get them out. Das ist nämlich auch eine Quest. Okay. Also praktisch die Zeugen Jehovas. Ja, add a quest marker to your map. Was da? Passt gut eigentlich. Ja, ich wäre jetzt über den Store gegangen und dann unten rum. Das sind sehr viele Sprünge. Ich hoffe mal, dass uns die Viecher nicht einholen, ansonsten müssen wir abbrechen. Ja, ne. Weiß gar nicht, sind die jetzt noch vom Nebel geslowt? Oder überträgt sie das nicht aufs nächste Gebiet? Nicht wirklich. Das sind Sachen, die weiß ich gar nicht mehr. Tom Banks Jill. Und Jill. Ach, das ist eine Piloting. Piloting bin ich selbst. Außerdem ist Jill viel zu teuer für heute Abend. Und habt ihr noch mich? Ich komme aus der Übung. Jetzt, da wir so eine ganze Weile kein Kursium mehr gemacht haben. Was nicht das Schlechteste ist, weil ich eh nicht wirklich gerne Frauen spreche, aber hey. Und drum, ne, oder? Da oben rum. Wenn ihr meinem Charakter eine schlechte Behandlung verpasst. Und noch mehr. Da muss ich es halt so rechnend machen. Das könnte knapp werden, aber hey. Was? Das ist wenigstens interessant. Ja, das wird sehr knapp. Ja, die kamen ja schon. Hey, Laserdrohne. Ja. Macht so viel Schaden. Nein. Wenn Schüsse daneben gehen. Macht sogar viel Schaden. Ja, macht die auch. Stelle kritisch. Jo. Aber damit wäre schon mal die Drohne aus jetzt. Nein. Ach ne, der ist immer noch bei hier drauf, ja. Nein! Game! Und wer? Schlechte Idee. Warum? Na gut, jetzt geht's ja wieder. Weil eben noch Vakuum drin war. Danke. Endlich. Gut, ich meine, ein Höhenschaden ist verkraftbar.
Kaputt. Schön. Jo. Damit lässt sich doch arbeiten. Wenn du mich übrigens die Map stecken könntest, wäre das voll von Vorteil. Na? Wenn du mich übrigens die Map stecken könntest, wäre das voll von Vorteil. Du wirst aber hier in die Map landen. Kannst du gern, kannst gerne kurz hingehen? So. Ja. Schwert hier im Arbeitsplatz misshandelt, ja. Ah! Ja, gut. Der Einsatz der Leben aller hast du dich jetzt geheilt. Fühlst du dich jetzt irgendwie schuldig? Ich fühle mich gleichberechtigt. Das Transe. Auf meinem Schiff. Ja, pff. Das hast du aus mir gemacht. Selber schuld. Ja! Hyperschilde. Mit Artemis. Aber alle hier. Na schön. Sterben doch alle. By the way, wie steht's mit unseren A- und Ausweichskill? Gar nicht. Ja, wir sind dem ausgewichen, das war schon mal echt. Ach so, jo. Feuerlöscher. Ich glaube, du kannst auch auf die Waffen zu feuern. Was? Ich glaube, du kannst auch auf die Waffen zu feuern, die sind mir damage genug. Ist jetzt aber scheißegal, wo ich jetzt drauf feuere, aber solange die keine Schaden machen, ja, kann ich das noch beibehalten. Jo. Ich würde es jetzt gerne umbringen, aber also, das kann. Wie gesagt, gar in so einer Situation hätte ich eigentlich am liebsten wirklich nur den einen Ionenschmeißer da verwendet. Moment. Nee, ist gut, bringt's ja nicht. Nee. Weil die Schilde noch sind. Aber trotzdem. Die Kerle werden jetzt nämlich nicht mehr reparieren gehen, zumindest nicht vorher. Dass die Schilde sind jetzt eh auf jeden Fall durch. Achso, ich hab ja hier auf. Okay, der ist zu langsam. Gut. Dessen war ich mir nicht bewusst. Ja. Ja, ich meine, sonst würde ich das Feuer halt weiter ausbreiten, ne? Ja, aber erst nach einer ganzen Weile. Was eine Weile dauert, aber. Eben. Ich wollte ihn eigentlich vom Sauerstoff abschneiden. Wenn das zu lange dauert. Oder? Wir haben Zeit. Nee, es geht dann. Aber von den Schüssen her geht das nicht. Hä? Der Iron Blast ist zu langsam, um den Sauerstoff abzukappen, bevor die Schilde wieder oben sind. Ja, das Feuer breitet sich aber auch aus. Selbst durch die Tür. Wenn wir jetzt vorher nicht löschen gehen. Na gut, was soll's. Hätte irgendwann noch einen Compartment-Schaden gekriegt und das wäre auseinandergebrochen. So einfach ist das. Gut, stimmt. Nice. Zeug. Jo, passt. Ja, sind noch drei Sprünge, das ist. Ich würde fast sagen, wir können. Ja, genau. Wir können eigentlich noch einen kleinen Umweg gehen. In Danger. Was für eine Danger denn? Er hat nur eine Waffe. Hey, Drohne. Na, Artemis. Artemis. Missile. Hab ich mich gerade geklickt, so. Hm.
Künstliche Meditierung noch erstmal hier Gegenschub aktivieren muss, um überhaupt irgendwas zustande zu bringen. Hey, Miss. Ja, aber die Drohne ist aus. At least. Komm schon. Ja, komm schon. Gut. Ah, schade. Dass ich die irgendwie... Würde ich schon sagen, also... Einfach mal erstmal noch auf die Ionenteile gehen, erstmal. Ja, wie gesagt, ne? Ich meine, es brennt, die haben Hüllenbruch. Auf gehe ich dann am besten. Vielleicht noch einmal ein Heavy Laser aufs O2. Ja, mit einem Blast bleibe ich dann so lange auf den Schilden erstmal. Jo. Doppelklick. Das ist schwierig. Auto-Gaming. Auto-Gaming. Passt. Nope. Definitiv nope. Was? Nichts. Okay. Ich dachte, das ist so... Wir sind eingeatmet. Okay, die Drohne kann gerne. Die Drohne darf gerne oben bleiben. Ein Schuss, ein Hüllenbruch. Die wollen fliehen. Wollen sie? Wollen sie? Siehst du das? Die haben sich wieder auf Engine und Dings gestellt. Ah. Ich glaube nicht, dass die Feuer fliehen werden. Eine Idee habe ich gleich für den nächsten Schuss. Ja. Aufgeladen, ja. Nein, wir lesen, macht er nicht 2 Damage? Die Hölle. Ja, ja, der sollte nur die Schilde zerschießen. Ach so. Ah. Clever. Ah, oh, das Teil ist zu langsam, ey. Kannst du nochmal? Haben wir Zeit. Hab kein Miss? Ja, schön. Damit gehe ich einfach nur auf Nummer sicher. Jo. Eine recht fricklige Arbeit, aber es lohnt sich in der Regel. Oh oh. Oh oh. Irgendwas hat den da oben gerade schon getroffen. Ach, das war die eine. Ich sah gerade aus wie ein anderer, sah gerade aus wie ein roter Schuss aus meinem Kopf. In meinem Kopf. In deinem Kopf. Wie lange hält der Sauerstoff denn? Ist ja unglaublich. Da die Breaches in abgeschlossenen Bereichen sind. Ah. Ja. Du hast gesagt, er schießt 3-mal, das heißt, damit kann ich eigentlich auch nicht auf die Schilde, leider. Ne, 2-mal schießt er doch nur, oder? Ach, ne, 1 schießt 2-mal, das heißt, schießt 3-mal, was so logisch ist. End. Schilde noch down. Achso, ja, hab ich vergessen. Ja. Weil ich dumm bin. Aber. Ja. Hi. Das hast du noch nie gemacht? Wow. Nicht auf dem Spiel. Spiel ich noch nicht so lange, wie gesagt. Ah, okay. Wir haben weniger gekriegt. Als gut, deswegen auch, dass du Struktur einfach dumm bist. Wieso? Ich verstehe es auch nicht. Das Angebot hätte mir 4 gegeben. Punkt.
Ich spare gerade erst ein bisschen. Jo, ist gut. Ja? Wir werden wahrscheinlich Schaden durchbekommen. Extra Sprung ist, jo. Glück gehabt. Okay, ich muss jetzt einfach upgraden. Ich habe zu viel Zeug. Ja. Ich werfe Schilde. Gerade gemacht. Gut. Ja, ich habe hier Delay. Naja. Du hast Delay? Neben mir. Ich wollte gerade sagen. Good job. Falsche Richtung. Und noch einen mehr, einfach um Bad Bay immer anzuhaben. Jo. Ist mir lieber. Quest. Weißt du, eine trifft die richtige Antwort, glaube ich. Ah ja, genau. Okay. Attempt to hail them. Kennst du das schon? Ich kannte es mal. Ich habe auch theoretischen Guide, den ich öffnen könnte, aber das ist doch doof. Ich öffne den Guide. Ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt 3. Das wäre so der Weg, den ich persönlich gehen würde. Glaube ich auch. So. Schauen, ob sich das auf den zweiten. Auf den ersten. Moment. Ja, dann pausieren wir kurz und. Was tue ich hier? Ah! Pausieren übrigens nicht, weil das Spiel. Wir pausieren kurz. Ich habe keinen Bock, wir nehmen die Nummer 3. Ich hab Bock auf pausieren. Ganz ehrlich jetzt. Ach ja!